Ja, guten Tag, liebe Leute. Ohne Intro-Sequenz sind wir heute mal wieder zurück zu Halo 5. Wir spielen eine weitere Kampagnenmission. Wir haben ja das letzte Mal das Schlachtfeld aufgeräumt und uns hier den Weg mit dem Panzer hochgekämpft. Und ja, jetzt schauen wir mal, was hier so geht. Und ich bin wie immer nicht allein, der Marc ist auch mit dabei. Moin, moin. Und jetzt kommt schon der große Schrecker. Ah, diesmal spiele ich. Ah, ich kann das gar nicht. Oh Gott, jetzt fällt's auf. Oh je. Alter, schau mal da drüben. Ja, ich... Boah, sieht richtig krass aus, das Teil. Ja, das sind die namensgebenden Guardians oder Wächter im Deutschen. Hast du gerade einen Befehl gegeben, dass man den Warthog übernehmen soll? Ja. Na gut. Alter, ich hab einfach mal die Taste gedrückt, ah, die er mir vorgegeben hat. Warum fahren die alle drei bei dir mit? Wart mal, das ist ein Schwachsinn. Hey, halt mal an, schmeiß mal deinen Beifahrer. Oder ich schmeiß den mal raus. Das ist doch Schwachsinn. Was soll denn der Scheiß? Ja. Das ist... Hallo, Tanaka, bitte hierher. Hallo. Die will nicht? Ohne Witz? Guck dir... Die ist so blöd. Ja, guck dir... Alter... Ich steh direkt neben mir. Hallo. Alter, das ist kein Spaß. Wahrscheinlich, weil du vorhin diesen Befehl gegeben hast. So, ich hab die jetzt angefahren, vielleicht verstehst du das jetzt. Nein! Ohne Witz, die läuft neben meinem Warthog einfach her. Okay, krass. Ja, Vale checkt's. Also ich habe mich gerade so ein bisschen geflippt und Vale ist wieder bei mir eingestiegen. So, ich bin einmal ausgestiegen, vielleicht bringt das was. Ja! Herr Loi, ich musste aussteigen, damit sie einsteigt. Ha, okay. Aber ich glaube, das Geschütz, was sie drauf hat, das ist eine Railgun. Ach echt? Okay, krass. Ja. Oder es ist einfach so ein Gauss-Geschütz. Ja. Ja, und was tut es? Es gaussiert. Oh, du hast das Zitat ruiniert. Es leuchtet definitiv nicht blau, sagen wir es mal so. Ich wollte es gerade sagen. Knapp war's. Hast du es gerade gesehen? Die Prometheaner haben jetzt auch Fahrzeuge. Oder Flieger, um genauer zu sein. Mhm. Coole Konstruktion, durch die man hier fährt. Mhm. Wow, da muss man vor allem aufpassen. Alter. Oh Junge, da gehe ich nicht rein. Ja, das ist tatsächlich eine Railgun. Ich finde das extrem Verschwendung, auf Krabbler mit einer Railgun zu schießen, aber okay. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein ganz normales Gauss-Geschütz, oder? Das ist ja auch schon früher gab. Ja, vielleicht ist das Gauss-Geschütz, aber auch nur eine... Na, schaut schon ein bisschen mehr wie eine Railgun aus, aber eigentlich ist ja... Oh, das sind Buddies. Oh, komm, ich nehme einen mit. Die wollen auch nicht einsteigen. Was ist denn los hier? Nur weil der Bugs sich heute Morgen nicht geduscht hat. Ja. Stinkt wieder nach Karottensaft hier. Ja. Ein gutes Simpsons-Zitat, ja. Der hat eine echt tolle Gesangsstimme. Können wir den Pelican per Autopilot wieder zu uns runterkommen lassen? Nee, stehen unter Beschuss. Wir sind getroffen. Boah, was da hinten abgeht. Ja, okay. Falls... Also geht gut ab auf jeden Fall. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, bei mir gibt es leider nur mickrige 30 FPS. Das sollte nicht allzu schlimm sein. Ja. Oh mein Gott, das ist furchtbar. Nein. Also klar, ich meine, vor allem bei Shootern und so merkst du halt 60 FPS total. Aber in erster Linie, wenn du selber spielst. Wenn wir jetzt hier ein bisschen Kampagne spielen, ja. Whatever. Nein, ich drücke immer die falsche Taste, verdammt. Ich gebe immer Befehle. Ich kann denen gar keine Befehle geben. Das ist ziemlich krass. Das ist diskriminierend ohne Ende hier. Ja, so muss es sein. Wow, okay. Ja, okay. So, jetzt, glaube ich, sind wir sogar gezwungen auszusteigen. Ja. Und vor allem sind dann ordentlich viele Gegner vor uns. Schauen wir, ob hier irgendwas... Ne, hier liegt nichts rum. Das sind ja wirklich viele. Ja, toll. Wir müssen mal wieder alles machen. Wenn die sich ihren faulen Lenz machen. Ja. Aus dem Grund bin ich nicht ins Spartan-Programm eingestiegen. Die haben mir Urlaub versprochen. Bezahlten Urlaub. Ja. Und lernen sie völlig neue Planeten kennen. Ja, okay, das stimmt. Das ist auch schon der
Ist das der zweite oder der dritte Planet, auf dem wir jetzt schon sind? Ich bin mir nicht sicher. Also mit Osiris, aber das, was wir gerade machen, ist doch Backtracking, oder? Da waren wir doch schon überall. Also mit Osiris ist es, also mit dem Team ist es der zweite Planet. In der Summe ist es, glaube ich, der dritte, den wir jetzt... Ja, beziehungsweise das eine war kein Planet, sondern eine Raumstation. Es war kein Mond. Oh, shit. Oh. Da! Gerade ein bisschen verwirrt. Vorsicht, nicht. Wow! Boah, Alter, die haben mich voll zerlegt. Was geht denn hier ab? Die haben mich vor allem komplett zerlegt. Ich wurde komplett degeneriert. Okay. Ah, da schießt einer mit dem Binary irgendwo rum. Jetzt habe ich es. Ah, okay, das kann sein, ja. Aber der hat mich wirklich komplett zerlegt. Ich habe mal die Hydra gesichert, damit ich den Leuten noch zeige, wie ich damit gar nicht umgehen kann. Okay. Ich habe Spawn in 12 jetzt. Also so lange solltest du noch überleben. Oh Gott, jetzt setzt du mich nicht unter Druck. Ja, doch, mache ich immer gerne. Nur für dich, Marc. Ah, oh, 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 oh. Liegt hier noch irgendwo? Okay. Oh, hier gibt's einen Knopf, aber der ist leider offline. Ah! Was war das denn? Boah, da drüben ist irgend so ein crazy Geschütz. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal gerade schauen, ob irgendwas in der Luft gerade noch vor sich geht und bin dann erstmal gleich weggeballert worden. Pass aber auf, ein Treffer und du bist halt wirklich weg. Naja, deswegen gehe ich jetzt auch nicht ans Geschütz. Ah. Toll. Muss leider auch 30 Sekunden warten. Ah. Du bist down? Ja, aber 10 Sekunden wieder da. Ja, mach ich so lange mal die kleinen. Werde die Tür nicht öffnen, nein. Okay, bin wieder da. Wunderbar, so muss es sein. Muss nur schnell meine Waffen holen. Ja, das soll ja angeblich auch ziemlich krass sein, dass wenn man so in Ecken schaut und in kleiner Winkel und mal so ein bisschen die Gegend erkundet, dann soll man angeblich ziemlich viel Power-Weapons finden. Ja, aber das ist ja in... Oh Gott, scheiße. Das ist ja in jedem Halo so, oder? Ich habe immer das Gefühl, ich baller mir dann Lens ab mit irgendwelchen Kackwaffen und finde dann am Ende raus, oh, die Waffen hätte es dir alle gegeben. Oh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht schon wieder von dem gleichen Typen gemacht werde. Oh, da ist ein Geschützer. I see. Warte, ich komme auch mal zu dir. Ich beteilige mich mal an diesem Krieg hier. Solltest du tun, bestenfalls. Ich glaube, ja, ich habe den Geschütztyp mir jetzt gemacht. Jawohl! Na, ich nehm doch lieber den Hasser. Ja, ich bin mir manchmal nicht sicher. Also eigentlich sind diese Hydra-Dinger zielsuchend, aber dann auch wieder nicht so richtig. Ah, der hat die Binary da vor uns, okay. Ja, jetzt ist er down. Ja. Ja, alle down. Hm, ich weiß nicht, ob es sich rentiert, das Geschütz hier zu nehmen. Ich mach's trotzdem. Ah, da lag eine Hydra, okay. Ich nehm's immer mit. Ja, ich habe auch eine. Boah, hier. Es öffnet sich voll episch da die Tür. Ja, das ist so doch immer so in dem 100 Spiel. Auf 100 Meter. Zuerst mal die Teammates ground punchen, oder? Oh, hier sind Waffen. Eine BR? Nee, eine MP. Super. Boah, schau mal, die schleppt den einen hier mit. Tja, dann kämpfen wir uns mal durch den plötzlichen, aber unausweichlichen Verrat. Ja. Ah, coole Gegend hier. Ja. Also, ist schön, schön designt. So diese Station und so. Militärstation. Es gab es in Halo 3, glaube ich, auch das mit der Militärstation, ne? Und da hat es mir auch schon sehr gut gefallen. Ja, und in Halo 4 warst du auf der Infinity unterwegs. Das hat ja auch so ein Design gehabt. Ja. Ja, das ist halt der Klassiker, auf dem Raumschiff unterwegs zu sein. Ich meine, wo beginnt Halo 1? Ja. Ich wollte eigentlich am Anfang des Spiels sagen, boah, das ist wenigstens mal etwas erfrischend, dass man nicht auf einer Station oder ein Schiff beginnt, aber eigentlich war das in Halo 3 ja auch schon so. Ja, stimmt. Aber das ist echt so ein bisschen Trademark gewesen, ja, das ist durchaus wahr. Und Reach war es eigentlich auch so. Ich nehme alles zurück, ich habe völlig falschen Eindruck.
Oh, das hat sich total gelohnt, das Geschütz mitzunehmen. Ja, geht gut ab, oder? Ja. Ja, ich freue mich hier gerade ein bisschen mit der Hydra an, aber die ist tatsächlich relativ cool, wenn man mit der so ein bisschen geübt hat, sag ich mal. Ja, find die mal. Ich bin so langsam, ich finde die nicht so schnell. Ja. Aha, da vorne. So, ich drück mal ein paar Knöpfe. Jo, passt. Sollte Tanaka nicht das eigentlich betätigen? Die stand da nur blöd rum. Ja, deswegen hab's ich einfach mal übernommen. Von nichts kommt ja nichts. Was cool, der Lüfter. So mega groß irgendwie. Ja, geht's da oben weiter oder was? Na! Wow, was passiert hier? Gegner. Okay. Frag mich mal, ich falle hier zweimal runter. Das ist ganz lustig, ich bin hier irgendwo nach oben geklettert und die beiden Teamkollegen sind mit mir hochgeklettert. Ja, deswegen ich bin euch nachgegangen, weil ich gedacht habe, dass das sei hier richtig. Nee, ich habe nur irgendwie ein bisschen gesucht vielleicht, weil ich habe ja Ausschau gehalten nach einem dieser, na, wie heißen sie, Protokolle halt. Ich bin gerade tot übrigens. Man stirbt so schnell in dem Spiel. Das stimmt, ja. Ich komme damit nicht klar, dass die Prometaner was drauf haben in dem Spiel. Das ist wirklich, die waren so schlecht, also gerade die Krabbler im Vorgänger. Ja, das stimmt, in Halo 4 waren die nicht so stark, da haben sie echt ein bisschen gebufft. Das ist genauso, wie wenn dich jetzt plötzlich so ein Grunt niederschießen würde, weißt du? Was macht der denn da? Boah, was ich echt noch lernen möchte, ist diesen Schub einzusetzen, dass du Gegner da so wegdasht. Das schaffe ich irgendwie noch nicht wirklich. Aber da muss man nicht schlagen drücken, gell? Man muss einfach nur einen Schub benutzen, oder? Nee, man muss nur dashen halt, aber das ist irgendwie, ich komme darauf noch nicht so klar. Nö, frag mich mal. Also so ein Ground Punch, den kriege ich jetzt langsam hin. Der ist halt mit einer Recon-Steuerung ein bisschen blöd. Aber ich tue da tatsächlich so ein bisschen, wie sagt man da, diese alternative Steuerung machen. Also dass du quasi deinen Daumen vom anderen Stick wegziehst. Also es ist nicht Claw, sondern ein bisschen anders. Aber ist egal, tut nichts zur Sache. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Martin, aber haben schon wieder einen Dialog unterbrochen. Es ist bockschwer, weil so viele Dialoge kommen, aber die würden mich gerade selber ein bisschen interessieren. Müssen wir mal schauen, ob wir es hinkriegen, dann nicht dazwischen zu labern. Ist aber, ich weiß, es ist schwierig. Ja, stimmt schon. Ich krieg's da selber nicht hin. Oh, da liegt ja ein Geschütz, das hab ich ja gar nicht gesehen. Boah, ist das gut. Ich glaube, Tanaka hat es vorher tatsächlich komplett zerrissen, die wurde auch degeneriert, aber die ist in mittlerweile Stücke natürlich wieder da. Ja. Ja, mit was schießt der denn? Mit was schießt denn der? Ach, der hat das genau das gleiche Geschütz wie ich. Oder? Nee. Oh, was liegt der oben? Ah, nicht immer, okay. Die nehmen wir mal mit. Hä, was hat der denn für eine Waffe hier gehabt? Schrapnellgeschütz. Hä, das hat aber ganz schön lang, der Lift hier. Ich meine, wären wir auf einen anderen Planeten geschossen oder was passiert hier? Springer! Wow, holy shit, direkt neben mir. Wo kommt der denn her? Oh, diese blöde Hydra braucht so lange zum Nachladen. Wo ist denn der hin? Ach, da. Ist übrigens sehr, sehr cool, habe ich gerade rausgefunden, wenn du ein Geschütz hältst und dich an der Kante theoretisch festhalten könntest, aber es mit dem Geschütz nicht schafft, dann lässt er automatisch das Geschütz fallen und zieht sich trotzdem. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich bin tot. Und der Typ schießt mit einer Incineration, also Vorsicht. Hey, was hat denn der ausgehalten? Ich hab da locker 10-mal mit der Hydra reingeballert. Boah, Alter. Die sind
das ist auch wieder so ein Ding. Die Springer waren ja vorher so die Standardgegner eigentlich. Und die, ja, die sind jetzt echt richtig mächtig, ja. Wie so ein Miniboss fast. Ja, schon. Ja, das ist richtig. Und deren, bist du wieder in Reichweite? Naja, in 3 Sekunden. Und deren Ersatz ist so mehr oder weniger die, diese Minispringer, nenne ich sie jetzt mal. Ja, hat seine Rüstung verloren. Down. Ja, bitte. Die haben auch kein Schild mehr im klassischen Sinne, sondern die haben halt ihre Rüstung, die sie so nach und nach verlieren. Ja, ja, stimmt. Wobei das eigentlich ganz cool ist, finde ich. Nö, ist auch ganz cool. Ich war gerade okay, total. Ich hoffe, das war jetzt die Final Stage, weil irgendwie diese Luftpassage ist jetzt nicht so prickelnd. Ja. Das ist doch total der Krieg der Welten-Ton, oder? Ich habe eh das Gefühl, jedes Mal, wenn irgendwelche großen... That's what she said. Jedes Mal, wenn irgendwelche... Oh! Was ist denn jetzt gerade passiert? Mich hat's gerade mal so über 20 Meter wo? Weggeschleudert. Ja, mich auch. Alter. Okay. Das ist aber definitiv geskriptet jetzt. Ja. Oh, da können wir zumindest mal jetzt aus. Let's go. Klettern Sie nach oben. Wow. Ich kann aber nicht klettern. Ich habe Mirror's Edge so immer versagt. Oh Gott, da steht er. Guck mal. Er hat sogar ein Gesicht. Boah, das schaut aus wie so ein Protoss aus StarCraft. Boah, das ist so ein Flug. Jetzt fällt mir das auch zum ersten Mal auf. Das ganze Design der Promethean erinnert wirklich haargenau an die Protoss. Oder Protoss, wie man sie ausspricht. Ja, toll. Jemand muss diesem Spartan helfen. Ja, mach mal, Tanaka. Ja, das war dieser Flieger, der dich gerade abgeschossen hat. Nee, das war einer von den anderen. Aber ich wollte den Dash halt machen und habe natürlich wieder voll versagt. Ja, den muss ich echt üben. Er ist ein alter Schwede, auf den komme ich noch nicht. Vorhin war so ein komischer Möchtegern-Springer da und der hatte eine Hydra. Aber das sind ja eigentlich unsere Waffen. Okay. Oh, Spartan hier ist ein Power-Weapons ohne Ende. Ah! Boah, Alter, ich komm grad. Alter, ich muss mal ein bisschen zurückgehen. Ihr fragt, ich komm grad fragt nicht klar. Das ist echt heftig, ja. Okay, kann man mit der Bazooka eigentlich. Ziel suchen? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Kann man, okay. Doch, geht. Geht sowohl im Zoom als auch nicht im Zoom, also kann man machen, wie man will. Nein! Mann, wie blöd steht denn der da? Frechheit! So, jetzt ist aber Ruhe da. Jetzt ist er down. Nein, warum hat der Dialog abgesprochen? Meiner wollte gerade einen coolen Spruch ablassen und mittendrin hat er aufgehört. Er sagt, hübscher Väter und schade, dass er... Und dann kam nichts mehr. Hä, hinter uns? Wo ist denn der? Ach, der steht oben. Da ganz bei mir, ganz blöd. Ja, ab ihn. So, weg ist er. Boah, mit der BR geht das echt ganz gut, dass man da drauf schießt. Ja, und mit dem Spartan Laser, mit dem ich gerade noch mit drauf geballert habe. Ich glaube, diese Phaetons, die kann man auch selber steuern im Spiel irgendwann. Zum weiteren Verlauf. So, aber es ist ganz cool, dir die Passage so nach oben zu klettern. Es wäre jetzt noch cool, wenn wir einen Zeitdruck hätten. Ja. Ja. Nein. Ja gut, wo du vorhin gemeint hast, was ist das für ein langer Aufzug? Das erinnert mich so ein bisschen an Halo 2. Da gab es ja auch auf der Erde eigentlich diesen Aufzug, der bis in den Weltraum reinragt. Weißt du, der von New Mombasa ausging. Falls du dich erinnerst. Ein bisschen vergleichbar, ja doch, auf jeden Fall. Oh, schau mal, Martin, wie schön, wir sind doch über den Wolken. Über den Wolken. Die gar nicht mal so toll aussehen. Da hat jemand bei den Skyboxes aber gepennt hier. Ja, es sieht echt nicht so prall aus, aber gut.
Wenn du die Hydra nachlädst, das schaut aus wie so ein Kind, was sein Geld in den Kaugummiautomaten steckt. Oh. Ja, eine schnelle Variante davon, aber ja. So. Und nicht erst habe ich dafür noch 10 Cent? Ne. Ich hatte leider kein Geld mehr. Oder 10 Pfennig besser gesagt. Unsere Kindheit war ja fast eher noch Pfennig. Das stimmt. Wie widerlich das eigentlich ist, so ein Kaugummi aus dem Kaugummi-Tomaten zu essen. Naja. Ich muss da mal an den Simpsons denken, wo Milhouse sich so einen Kaffee aus dem Kaffeeautomaten holt und dann erstmal der Becher runterfällt und dann eine Ratte und dann der Kaffee. Okay, bei mir hat gerade irgendwas extrem gebuggt. Bei mir ist gerade was so voll von oben nach unten hier durch die ganze Gegend geflogen, okay. So ein Riesenteil. Uah. Ah! Was ist denn bei mir los hier? Also ich hau da mal ab. Ich scheiß auf Lock, ich geh jetzt alleine.